Willkommen zurück bei Part 16, glaube ich, wenn ich richtig zählen kann. Ey! Ist mir jetzt egal. So funktioniert das hier. Ich habe die Hosen. Okay, wenn du meinst. Ich war eigentlich noch nicht bereit, aber du wirst wissen. So, wo geht's jetzt hin? Was schätzt du denn? Ja, ich weiß es nicht. Wenn man es nicht mit dem Schiff ist und da der Relaxo noch im Weg liegt, wieder zurück oder was? Ja, was denn was jetzt? Was ist denn schon die ganze Zeit da? Keine Ahnung. Also habe ich recht? Ja. Aber wohin? Warum darf man in dem kurzen Abschnitt nicht Fahrrad fahren? Was ist das? Das ist doch... Oh, ich mach später gleich Fehler. Es ergibt im Übrigen auch gar keinen Sinn, dass die Treppe so... Oh. Sinn sollte man in Pokémon-Spielen ja nicht suchen. Ich hab mein... Wie heißt es denn? Blitz viel vergessen. Ja, es kommt immer ein Pokémon-Center davor, also. Ach, hier, das habe ich ja. Ich bin so doof. Dem stimme ich zu. Alter Mund, das war nicht an. Oh. Ingeborg. Alter, Ingeborg. Diese Namen. Kommt immer noch nicht drauf klar. Spiegelsalbe. Soll dir mal vernünftigen Namen wie Riesfeld geben, ne? Das hört sich immer noch an wie ein Wein. Wenn du meinst. No Fender. Ja klar. No Fender wert ja. Ich erschaffe die einfach alle ein. Du hast auch immer Vorteile. Ich hab gar nichts. Ich hab kein Feuer. Ich weiß noch nicht. Ich fange mir bestimmt ein Lava los. Mit Sicherheit, aber ins Team wird es nicht kommen. Ah. Dann nehme ich aber einen Arktos. Ja, wärst du ja im Nachteil dann. Das ist mir egal, ich mag Arktos aber mehr. Ja gut, von den drei Vögeln ist auch die Frage, welches mein Lieblings-Pokémon ist. Ich mag, glaube ich, Arktos am meisten und Lavados am wenigsten. Ist schwierig, finde ich. Ein Zapdos ist gutes Mittelmaß. Der Aeroass, oder? Ich glaube. Der M40, ich weiß nicht, was das ist. Ich glaube, das ist Aeroass, ja. Kämpfe ich erstmal gegen den Jens. Ein Flug-Pokémon habe ich ja schon, aber es ist halt noch nicht vom Typ Flug. Jeremy. Nee, das ist Jens. Das ist Jeremy. Ah, Jens und Jeremy, Jensemy ist doch ähnlich. Metallklaue. Durchhieb, genau, Durchbruch. Was hast du noch? Für Rasa. Ein Onyx. Das hat eine Raserei für den Sound. Wusstest du, dass man das eigentlich Onyx ausspricht und nicht Onyx? Kann sein, ich sage trotzdem Onyx. Ja, das ist halt auch so ein Material, so ein Stein, wenn man das so sagen kann. Kann sein. Wenn man genug Bares für Rares guckt, dann... Och Gott. Lernt man sowas. Ich finde die sind nur cool. Ich sag nichts gegen Bares für Rares. Aber mal 50 Euro. Nein, 80. Einer zum lustigen. Der sagt 80. Das ist der Waldi mit seinen 80 Euro. Manda. Wie süß. Da habe ich ja endlich mal eine physische Elektroattacke, die einigermaßen Schaden macht. Wie blöd ist denn das? Das setzt auf ein Stahl-Pokémon als Feuer-Pokémon Stahl ein. Der Kerl ist aus Versehen Glut verlernt. Ich kenne eine Person, die das mal gemacht hat. Die Person müsste bald als Gast auftreten. Projekt. Ich glaube, das haben wir schon mal gesagt. Aber ja, Leute, haben wir schon mal. Man kann es nicht oft genug sagen. Dann werdet ihr immer weiter euch Chris. Freuen. Aufgeregt. Hey, da ist bei mir auch Chris. Doch mal eine Gemeinsamkeit. Ja gut, Chris ist jetzt auch
Los, Herr Schneider. Ich hätte nur eine andere Aussprache. Chris oder Chris oder Christian oder Christian oder Christian oder Christian oder. Warum Level Up? Der Chris. Schnell und blitz. Ich möchte ein neues Teammitglied haben. Willst du mich triggern eigentlich? Warum denn? Ich hab erst eins. Du kriegst bald dein nächstes. Ja, dann habe ich trotzdem nur zwei. Das nächste müsste gleich danach kommen. Dann hast du genauso viel wie ich. Ja, aber ich glaube, dazwischen bekommst du nochmal dein viertes. Oder? Mm-mm. Oh, na mal schon. Ist Bibo auch Typ Flug? Ich hoffe. Wer? Bibo. Nee, ist er nicht. Schade. Nein. Du Unade. Käfergift. Ist das nicht sogar von Bibo eine Attacke? Also nur für ihn? Du Unade. Ja, Duo-Nadel glaube ich schon, aber Nadel-Rakete kennen auch andere. Ja gut, das nicht. Ich meine, er hat ja auch zum so... Beispiel Tuska! Er hat ja auch so zwei... Keine Ahnung, das sieht aus wie so ein... Kennst du das, wenn... So Ritterkampf auf Pferden? Die hat noch diese Lanze. Lanze. Level 28 für Enel, ist ja leid. Noch ein Bibor. 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 Ist ja keine würde dich eigentlich Synchronsprechen mal interessieren? Auf jeden Fall, also ich weiß halt nicht, ich ob ich würde meine... das gerne mal machen, aber ich weiß halt nicht, ob meine Stimme gut ja, ist. Ja, ja, genau, die muss ja irgendwie auch passen. Aber mal so für eine kurze Rolle, wie zum Beispiel einfach in Pokémon. Nimmst einfach dann, sagst einfach 30 mal Bibo und das reicht dann auch für alle Situationen. Ja, also Pokémon haben eben auch 30 verschiedene Arten Bibor sagen und dann kriegst du ein Geld und kannst gehen. Nur drei verschiedene Rufe, vielleicht einmal zum Anfang des Kampfes, wenn ein Pokémon stirbt und was sonst noch. Da wird schon knapp. Nicht im Spiel, ich meine im Anime. Ja, gut. Kannst du einfach 30 mal verschiedene mit verschiedenen Zeug Bibor sagen? Warte mal, Flo, ich glaube, hier kriegst du schon ein Teammitglied. Was? Das wäre. Moment. Ohne Moment durchgucken nach. Ja, ich. Fundorte? Ich schnüffel mal gucken. Route 9 ist das hier. Ne, Route 8 und 7. Wo ist denn 8? Kommen die noch? Weiß ich nicht. Warte mal. Ja, auf jeden Fall nicht. Karte, lass mich mal Karte. Route 8. 8. Bei Saffronia. Und 7 ist auch bei Saffronia. Ja gut. Naja. Ja, aber kommt das wirklich da, wo ich das gesagt habe, Flo? Ja. Also hast du wirklich zwei direkt hintereinander, zwei Teammitglieder? Ja, relativ. Der Wanderer guckt gerade in eine schöne Richtung, weil das ein verstecktes Item. Jetzt warte doch mal, ich muss das auch sehen und wissen, wo das ist. Das siehst du schon, ich kämpfe gerade gegen denselben Trainer wie du, also reg dich nicht auf. Achso, ich dachte wohl. Ich hab's nur gesehen. Eiszent, der Schockwelle, tu Raub. Ein Raubier auf Level 20, weißt du? Wir haben bald Raubier auf Level 40. Der Champ sollte auch mal ein Raubi haben. Blutzock. Raubi vor Champ. Raubi vor Champ. Und Leo. Ey. Und ein Blutzock. Was bist du überhaupt? Irgendein lila Ball aus... Keine Ahnung. Ist bestimmt schön flauschig. Ich würde das nicht anfassen wollen. Ich finde Blutzug sieht auch süß aus. Naja. Feuerzahn. Warum kann man hier hin? Da ist doch nur Gras. Als ob es ein Item gibt. So soll ich plus 5 Stärke für minus 5 Genauigkeit nehmen? Ja, 5 ist nicht schlimm. Da würde ich das eingehen. 5 finde ich ist noch im Arm. Spiegelsäbel. Ich glaube, zurückschrecken geht auch bei Feuerzahn. Das heißt, dann passt das schon. Warum tötet man dich denn immer? Ach komm, ist doch. Ja, Volltreffer. Ja, klar. Ach komm, ey. Ich träger mich halt noch. Und du hast so schwache Wasserattacken. Nur Blubber. Was soll das? Ich glaube Aquavelle. Sandan. Das ist auf 33 oder so. Radfahrt.
Komm auf, fertig. Zurückgeschreckt. Sehr gut. Und wir werden uns auch öfter mal über Off-Topic-Themen unterhalten. Das kommt auch noch früher oder später dazu. Ich meine, was habt ihr so für Hobbys? Also, wenn ihr uns zuschaut, natürlich Pokémon. Aber was kommt da noch? Weiß nicht, Sportart vielleicht oder. Keine Ahnung. Wer sagt, dass die Pokémon mögen? Fragt niemand. Ich gucke auch Videos von Leuten, obwohl ich die Sachen, die die spielen, nicht mag. Glaubst du, die Leute mögen uns so sehr, dass sie das schauen? Wer weiß. Also halt. Bitte schaut uns. So, Rena besiegt. Jetzt muss ich auch wieder zurück. Was Blödes. Isidor. Was ist denn Isidor für ein Name? Ja, ist er denn wieder da? Der Isidor. Nein! Und da an dem wilden Gras, mal wieder. Der Irre, der denn? Zack. Bin gleich wieder da. Ja. Zack. Ja. Zack. Ich bin sofort. Oh. Bist du denn überhaupt schon wieder? Ich hab mich jetzt geheilt im Pokémon Center. Ne, ich hab mich im Pokémon Mart geheilt. Ich bin so. Ein Macholo. Attacke. Oder Macholo. Was? Je nachdem. Oh, Scheiße. Ich hätte 5 Sekunden früher sagen müssen. Komm, setz was anderes ein. Ach, Kacke. Hat der nur das? Ne, der hat da noch. Der hat 3 Pokémon. Ach komm, der kann schon nichts ausrichten. Wir haben Schockwelle, wir haben Magnet, wir haben Step, wir haben. Das reicht sogar. Sehr gut. Zeig deine Stärke und entwickel dich gleich. Und ein Kleinstein, ja toll. Das kann ich gar nicht. Doch, Spiegelwelle. Wer soll sich entwickeln? Mauzi? Nein, den setze ich ja nicht ein. Magnetilo. Entwickelt sich auf 30. Und ist jetzt schon 29. So. Mhm. So, was macht denn Elektroball? Je höher die Initiative des Anwenders im Vergleich zum Ziel. Ja, das ist so. Magneton, Tilo, ist nicht so schnell. Das neue Pokémon, genau wie Klick, Klick-Klack und Klick-Di-Klack ist das Magneton, Tilo. Ey. Was denn? Eine Marronbeere, wow. Ach bitte nicht, jetzt hör auf, töte mich nicht. Ach komm ey, jetzt kann ich ja gleich wieder zurücklaufen. Volltreffer, klar. Für uns kämpft glaube ich nur noch ein Trainer. Ja, aber und dann? Im Pokémon Center. Wirklich? Bist du dir wirklich ganz sicher? Vielleicht sind es auch 2 Trainer, aber ich glaube es ist nur einer. Bist du dir ganz, ganz sicher? Ich kann nachgucken. Ja. Und du willst ja immer nie, dass ich vorlaufe. Nein, ich dachte jetzt im Internet. Ja, jetzt ob ich jetzt im Internet nachgucke. Ach man, der Gisbert ist. Da unten ist doch noch einer. Und da ist sie hier. Nee, ich fahre mal zurück. Jetzt los. Was sage ich hier nach dem Part? Woher, wo bist du? Ich hab gesagt, ich heil mich nochmal. Och. Ja, tut mir so. Aber die töten immer mein Magnetilo mit dem Volltreffer. Immer diese Intensität. Und natürlich haben sie immer Intensität 8 oder so. Oh, sowas nervt. Das hat mich doch beim letzten Spiel gar nicht so genervt. Intensität. Manchmal wünschte ich mir, dass Magnetilo doch schwebert. Wo bleibst du denn, Florian? Ja, ich werde erstmal den Trainer hier unten herausfordern.
Welchen Trainer, wo unten denn? Ja, hier unten, wenn man hier ganz unten immer lang fährt, die ganze Zeit. Dann ist ja ein Lancelot. Der Lancelot ist hier. Der bewacht ein Pokéball. Wer ist der bei dir? Alan. Nein, das ist Lancelot. So, Lancelot. Ohne Explosion. Und noch ein Kleinstein. Und lass mich raten, der Trupp ist tot. Passt alle Kleinstein. Ach, bitte hab's nicht. Das ist so eine Kackfähigkeit. Ach, ich hab zum Glück Kugelsaat, die mehrere Treffer warum hat, deswegen ist mir das egal. Warum hast du in jedem Spiel so eine Attacke? Warum hast du das immer? Das ist unfair. Ich protestiere. Und Krummlöffel, das ist für Psycho-Attacken. Ich wollte gerade sagen, schade, dass ich kein Psycho-Pokémon im Team habe. Hab ich aber. Und nächster Trainer. Wer heißt du? Der Krummlöffel. Die Isolde mit dem Maut. Oh, Junge, das hat der. Was denn? Nichts. Okay. Ich hatte gerade Anna was gefragt, was er mich vorhin schon gefragt hat, wo ich schon drauf geantwortet habe. Wow. Hä, als ob Mogelieb funktioniert, obwohl ich nicht angreife. Tja, zurückschrecken kann ich dann halt nicht. Dummes Mauzi. Wieder Volltreffer. Yay, 29 für Schillock. Und jetzt kommt endlich die schöne Attacke, die ich trollen wird. Nämlich Aquavelle. Und das Coole ist, bei dem Teammitglied, was noch kommt, das ist physisch wie speziell gleich stark. Also was kommt hier jetzt? Oh nein, das ist ja voll das Trolling. Hier ist ja das, was... Was denn? Wo man später noch bestimmte Dinge fangen kann, tun kann. Irgendwas Besonderes auf Route 10? Was kämpfst du? Kämpfst du wirklich? Also noch ein Trainer und dann müsste... Ich weiß es doch nicht, wo das genau ist. Doch, hier ist die Höhle. Was fragst du denn? Oh, das ist doch scheiße. Hier müssten wir nur lang surfen. Oh ja, habe ich auch gedacht. Ich gehe mich kurz heilen vorher. Ja. So, das ist auch wieder die letzte Trainerin von diesem Part. Ich meine, heute ist jetzt auch wieder nicht so mega viel passiert. Aber beim nächsten Mal umso mehr Leute, das versprechen wir euch. Nämlich Höhlen-Action. Juhu. Wir freuen uns schon so drauf. Juhu! Hört man das nicht, diese Emotion? Komm jetzt du nochmal, Jan. Für die. Pipi, nein. Pipi, nein. Pipina. Du warst eben auf Toilette, ich weiß. Ey! Die Info können auch die Zuschauer gerne haben, oder? Aber damit besiegen wir den weiblichen Jan, nämlich die Jana. So, teilen wir uns nochmal und damit. Bei mir heißt die Heidi. Heidi. Okay, den Gesang wollen wir jetzt nicht unbedingt hören. Also, wenn du kommst, dann. Beenden wir den Part. So, wir müssen mal einen Song covern, okay? Oh Gott, nicht nur einen. Ich weiß, war nicht so viel Action, aber das ändern wir. Und damit verabschieden wir uns beide. Tschüss. Tschüss.